den Besuch von Frank-Walter Steinmeier, dem deutschen Bundespräsidenten in Litauen, zu Gast bei seinem litauischen Amtskollegen Nauseda. Das ist das eine, Litauen zu versichern, dass Deutschland selbstverständlich an der Seite Litauens und aller baltischen Staaten auch steht. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass die Bundeswehr ja stark dort vertreten ist mit noch 900 Soldaten in Litauen, 350 weitere hat das Verteidigungsministerium gerade entsendet. Und sie führen damit auch dort in Litauen einen Verband der NATO, die sich Frank-Walter Steinmeier heute auch angeschaut hat und hat das hier in Litauen gesagt. Tausende unschuldige Menschen schon in den ersten 7 Tagen des Krieges getötet. Die Zerstörung von Städten und Infrastruktur geht weiter, auch heute und in dieser Stunde. Russlands Präsident vergießt das Blut des Volkes, das er vor wenigen Tagen noch sein Brudervolk nannte. Dieser Krieg ist völkerrechtswidrig. Niemand kann vor der Geschichte verantworten, was in der Ukraine geschieht, auch der russische Präsident nicht. Dass Eltern die Kindern ihre Eltern genommen werden, dass Familien ihre Wohnungen zerschossen werden, dass ihnen alles genommen wird, was sie sich in schwierigen Zeiten aufgebaut haben. Deutschland hat mit Waffenlieferungen zur Unterstützung der Ukraine bei der Selbstverteidigung einen großen Schritt gemacht und sich und mit manchen alten Gewissheiten gebrochen. Die Bundesregierung hat auf das Gebot dieser schweren Stunde eine entschlossene Antwort gefunden, die beweist, wir lassen die Ukraine nicht alleine in schwerster Zeit. Präsident Putin hat unendliches Leid über die Bevölkerung der Ukraine gebracht. Präsident Putin hat diesen Krieg begonnen. Er kann ihn auch jeden Tag wieder beenden und er muss ihn beenden. Geschieht das nicht, ist zu befürchten, dass der Einsatz schwerer Waffen zunimmt, damit auch die Zerstörung und die Zahl der Toten. Die russische Führung mag das ignorieren. Viele Menschen in Russland aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur wissen, was die russische Armee in der Ukraine anrichtet und verurteilen den Krieg. Sie fordern die Beendigung der Kampfhandlungen, wollen Frieden. Deren Mut bewundern wir. Auch sie verdienen unseren Respekt und unsere Unterstützung. Aber hier an diesem Ort in Rukla will ich zum Abschluss sagen, die Einigkeit und die Geschlossenheit der NATO und der Europäischen Union sind der Schlüssel zu unserer Stärke. Es ist Präsident Putin nicht gelungen, uns zu spalten. Im Gegenteil, er hat die innere Stärke unserer Demokratien mobilisiert, unseren Willen gestärkt, uns zu setzen. Aber wichtig ist, dass wir diese Einheit weiter bewahren. Nichts deutet leider zurzeit auf ein baldiges Ende des Krieges hin. Wir werden langen Atem brauchen und wir werden ihn haben. Vielen Dank.